So Leute, der Vex hier und willkommen zu einer Runde Call of Duty Black Ops 2 im Multiplayer-Modus zusammen mit dem Rastal! Richtig! So, was sollen wir spielen? Ist mir eigentlich egal, wir können Multiteam-Deathmatch spielen, Herrschaft, okay, Team-Deathmatch. Okay, einfach Team-Deathmatch. Alles klar. falls ihr euch fragt, warum ich das gerade auf der Xbox spiele, ganz einfach, mein Key für den PC ist noch nicht da. Armer Vex. Naja, ich hätte schon längst das Let's Play begonnen, aber nein. Wie ist das eigentlich mit Skunky? Spielt ihr überhaupt nicht mit dem oder nur wenn er aufnimmt? Logischerweise irgendwie. Ich habe noch nicht mit Skunky gespielt. Ich habe nur so gerade bei YouTube gesehen, dass er wohl den ersten. Ja, Road to Commander. Genau. Der erste ist es nicht. Heißt dann wohl so, dass er nur spielt und nur aufnimmt dann, also auch, ne? Ja, klar. Macht ja Sinn. Ja. Road to Commander. Na gut, ich denke mal, dass wir da auch mal dabei sein werden. Naja, wird schon erlaufen, alles, ne? Ja. Oh, ich merke gerade, was mein. Fuck. Ich habe meinen Sound vom Fernseher an. Ist nicht so gut, wenn man das hört. So, was kannst du bisher zum Spiel sagen? Wie gefällt's dir? Also, ich muss sagen, ich bin wirklich überrascht. Ich hab's echt nicht so für gut empfunden. Also, ich hatte MW3 fand ich ganz gut, aber jetzt vom Black Ops bin ich echt überrascht. Also, ich finde, im Multiplayer-Modus ist viel ausbalancierter, da gibt es viel, viel mehr Möglichkeiten, seinen Stil zu spielen. Die Kampagne, die finde ich auch astrein, viel, viel mehr Stunden, Spielspaß, wenn man da jetzt auch haben und so. Und ja, die haben anscheinend auf ihre Fans gehört. Also, ich hoffe, dass die Serie jetzt echt nicht untergeht. Also, guten Startschuss gesetzt oder naja, wie auch immer. Okay. Ja, gut, also bisher muss ich wirklich sagen, die Grafik ist schön. Aber sie ist nicht atemberaubend, aber CODs erleben. Es liegt einfach daran, dass wir immer noch mit Konsolen spielen, die ein bisschen veraltet geworden sind, ne? So, und ja, Leute, ich laufe hier gerade so ein bisschen planlos rum. Liegt einfach daran, dass ich die Map noch nie gespielt habe. Na, ich kenne die schon aus Vorschauen. Achso, na gut, ich habe mich nie wirklich über COD. Boah, oh! Gott. Moment, ich muss hier nochmal Sound anmachen. Sonst höre ich hier gar nichts. Das ist ein bisschen schlecht. So. Moment, hör ich was? Ja, so minimal. Aber ich muss wirklich sagen, der Sound in COD ist relativ leise in dem hier. Naja. Also ich höre zumindest keine Gegner, nicht so wirklich. Doch, ich schon. Also irgendwie haben die Schritte eigentlich schon lauter irgendwie mittlerweile. Ich weiß auch nicht warum. Naja, was ich auch festgestellt habe, dass es auch am Untergrund manchmal liegt. Also wenn du jetzt. Was zum Teufel, warum stirbt? Moment. Okay. das ist irgendwie so, oh, schade. Das ist irgendwie so, wenn du, je nachdem welcher Untergrund, also wenn du jetzt so eine nasse Oberfläche hast, dann hören sich die Schritte auf jeden Fall auch ein bisschen anders aus, als wenn du jetzt so einen harten Beton hast. Wow, zum ersten Mal neuer Host. Ich weiß jetzt noch nicht. Das hatte ich schon ein paar Mal, aber vor mir steht ein Gegner. Das ist. Okay, und? Komm! Nein, verdammte Scheiße, er hat schon geschossen gehabt. Was ich super finde, die Karten. Also die Karten, die finde ich echt klasse gemacht. Ja gut, die sehen echt gut aus. Auch wenn ich gerade. Naja, oh Gott, ich habe gerade so einen Grünstecher, das ist so ekelhaft. Ich brauche echt einen HDMI-Splitter. Tja, irgendwie. Wo war. Ach, da war noch einer, scheiße. Ich bin gerade vom Gegner verarscht. Irgendwie machen wir gerade Hänsel und Gretel. Ja, immerhin gewinnen wir gerade. Auch wenn ich gerade ein bisschen scheiße bin. Wow, was ist das denn hier? 4-6, ach du Scheiße. Ach, dumm. So schlecht war ich noch nie. Natürlich bin ich mal wieder nur in Aufnahmen so schlecht, ist klar. Glaub mir, das ist normal. Vor allen Dingen, wenn man sich nicht aufs Spiel richtig konzentriert, dann ist halt irgendwas labert. Weil ich den Müll, den mal. Du leckst gerade bei mir extrem. Echt? Ja, jetzt nicht mehr. Genau, ganz lag. Ja, Leute, ich denke auch mal, ich werde auch noch mit Skunky und Affe Kummer so aufnehmen. Also. Naja. Also, ich denke mal, Skunky wird nicht bei mir sein, ich werde eher bei Skunky sein. Alles andere wäre ein bisschen schlecht. Also, ich habe ja jetzt auch hier, mit der Multiplayer Let's Play starten. Okay, du lagst dann wieder ein bisschen. Irgendwie fühle ich mich verarscht. Ja, ich mich auch. Jetzt nicht mehr. Hä? Ich verstehe es nicht. Ich auch nicht. Okay. Nee, ich mache ja auch Multiplayer Let's Play mit Fabian, also Affe Kummer. Ja. Und der ist dabei. Oh, ja. Ich hol dich, Moment. Der Tür. Erschossen. Irgendwie, weiß ich nicht. Irgendwie läuft der Tür gerade nicht bei mir. Am Anfang war besser. Na, gerade läuft es bei mir ein bisschen mehr. Ich habe 7-6 Stats. Und die Drohne jetzt.
Also bisher die höchste Kiste, die ich hatte, war dieses, hier. Dieses kleine Fliegerding, das man in die Luft schmeißen kann. So. Ja, ich meine höchste war bis jetzt die Dragonfire, also dieses wirklich. Ah, genau, das meine ich, ja, das Dragonfire. So das geil, das Ding, ne? Vor allen Dingen auf Nuketown und wirklich kein Schwein hat das Ding abgeschossen, ja? Naja. Panzerkiller-Drohne eingesetzt. Tja, dein Glück. Ja, da hatte ich echt Glück. Meinst du, nur noch 3 Kills abgeschossen? Ich hab irgendwie 10 Kills damit gemacht, wenn ich mich nicht irre. Und dank dem Grünstich sehe ich die scheiß Gegner nicht. Das ist sehr gut. Böser Grünstich. Ja. Das kommt auch vollkommen random, wirklich. Das kann mal in einer Sekunde so sein, dann kann das auf die nächste Sekunde ganz so sein. Also, Alter! Das ist extrem nervig. Kann da noch einer? Nein. Gut. Mir wird doch keiner angezeigt. Aber bisher gefällt mir das auf jeden Fall mehr als ME3. Ja, mir auch. Und als Black Ops. Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, das Zukunftsszenario haben sie eigentlich ganz gut hinbekommen. Es ist jetzt nicht so übertrieben dargestellt wie in manchen anderen Spielen. Das ist eher so. Ja. So moderne, moderne. So. Moderne, moderne. Moderne, moderne. Moderne, moderne. Rastan hat gesprochen. Moderne, moderne. Moderne, moderne. Ja, die hier ist eigentlich relativ viel. Ab 2025 wird es ein neues Zeitalter geben. Moderne, moderne. Richtig. Ja, das wird dann in die Geschichtsbücher eingetragen. Und irgendwie fühle ich mich gerade mega verarscht. Junge, bist du da hinten gerade gestorben? Bitte sag nichts. Ne? Ich, Oh, Junge, was ist denn los? Irgendwie, weiß ich nicht. Bats, Mann! Messer. Aber wir gewinnen ja gerade immerhin. Ich werde mal 2 Parts aufnehmen, damit ich noch was habe, falls ich den Key heute nicht bekomme. Armer Key. Ja, das ist wirklich gerade ein bisschen blöd. Ausgerechnet heute, wo das Spiel released wird. Was heute in der Stadt da bei mir los war, ey. Ich habe noch nie so viele kleine Kinder gesehen mit Spielen in der Hand. Das glaube ich dir. Mama, kann ich das kaufen, Mama? Last Kill gemacht. 15, 9 Sets, 1,67er KD. Wunderbar. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh, du hast 3 Zwei Sets. Da konnte ich mir eine Clementine drauf. Nicht schlecht. Und jetzt noch den hier. Und? Er ignoriert mich, eiskalt. Das liebe ich ja an COD. Die Gegner rennen an dir vorbei. Und das war's. Sie ignorieren dich einfach. Ja, also bitte nicht auf meine KD schauen. Das ist der reinste Horror. Ja gut Leute, das war's mit dem ersten Part. Ich werde mal 2 Parts aufnehmen, wie gesagt, damit ich was habe, bis morgen eventuell der Key ankommt. Wer weiß. Also, macht's gut und bis zum nächsten Part. Ihr sagt nie ciao. Ciao. Geht doch.